So, wir haben eine ganze Komturei. Sagen wir mal schauen, es ist gerade ein bisschen dunkel hier auf der Karte. Gut, wir haben jetzt jede Menge Kriege ja noch. Wir werden jetzt mal in die Diplomatie gehen. Wir sind nämlich deutlich gestärkt eigentlich. Und jetzt werden wir doch mal ein bisschen hier. Mit ihm haben wir schon nicht Angriffspakt. Yanchao. Erklärt euer Anliegen. Wir würden gerne dir nicht Angriffspakt. Nein. Okay. Mit dem haben wir auch noch einen Nicht-Angriffspakt. Mit dem könnte man Ihr habt einen Vorschlag? Nicht-Angriffspakt machen eigentlich. Ach, der will auch noch nicht. So richtig. Was ist geplant? Aber mit dem geht es. Okay. Dann machen wir mit ihm erstmal einen Annehmbare Bedingungen. Nicht-Angriffspakt. Dann haben wir wieder einen weiteren. Wir haben eine Handelsroute, das ist okay. Und wir haben drei Kriege. Dongshao, Han-Kaiserreich und die Rebellen. Okay. So, jetzt wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir gegen die Rebellen vorgehen. Oder uns hier nach oben ausweiten. Ich würde ja sagen, eher gegen die Rebellen. Das sieht doch ganz gut aus. Eine Zeitverschwendung. Ja, natürlich ist es Zeitverschwendung. Okay. Das sind nämlich nur zwei für die volle Komturei und hier aber auch. Okay, wir könnten uns jetzt noch ein bisschen nach Westen ausbreiten oder nach Osten. Ich glaube, wir werden mal Richtung Osten gehen. Der schafft es, der ist auch schon voll. Okay, dann werden wir die Runde mal beenden. Und schauen, was das Han-Kaiserreich da unten noch vorhat. Ihr wärt sicher vor uns. Auf den soll ich aufpassen. Ja, wir können das ja mal machen. Ist ja nicht, was kommt. Ja. Weisheit wurde mit Weisheit begegnet. Ja, das ist nett. Aber wir werden jetzt. Okay, der geht da vorbei. Wo geht der hin? Der will hier rein. Totes Chao Song. Ihr erhaltet die Kunde, dass euer geliebter Vater Chao Song von dem elenden Tao Kuyan überfallen und ermordet wurde. Es wird später Zeit zum Trauen bleiben, doch nun rufen euch eure Berater zum Handeln. Ja, super, mit dem haben wir gerade einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Folge der Geschichte könnte als Verrat angesehen werden, Krieg erklärt Chao Chao gegen Tao Quan. Ja, dann folgen wir der Geschichte, würde ich sagen. Ihr habt geschworen, Tao Quan niederzuschlagen und zu Staub zu zermahlen. Mit dem Blut seines Volkes werdet ihr eure Armeen ölen. Dieser Tod ist eine Enttäuschung. Diese Person war stark talentiert und zuverlässig. Durch ihren Tod habe ich eine wichtige Figur in meinen Plänen verloren. Ja. Jetzt müssen wir aber irgendwie. Die Armee, ich weiß nicht. Pflegt Geduld. Okay, wir werden jetzt hier in den Wald gehen. Und mit der Armee hier rüber gehen. Da unten haben wir auch noch jemand. Und vielleicht hier noch jemand rekrutieren. Ein Kommandant Sauren wäre nicht schlecht, wahrscheinlich. Kostet 400. Ja, gut, das ist möglich. Dann würden wir den zum General ernennen. Habt ihr Befehle für mich? Bleibt resolut. So. Können die sich da erstmal verstärken? Das ist okay. Da müsste man hier auf der Seite klarkommen. Da wird noch verbessert eine Runde und hier wird auch noch ein bisschen aufgestockt. Können wir schauen, ob wir hier Aufträge wahrnehmen können. Dann werden wir erstmal ein bisschen das Einkommen erhöhen.
Baum können wir auch noch abschließen. Was machen wir zuerst? Bevölkerungswachstum brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir machen jetzt Einkommen aus Handel. Wir machen jetzt das hier. Die können wir nämlich noch einen Handel abschließen. Mit dem haben wir schon einen Handel. Mit dem haben wir noch keinen Handel. Willkommen. Tretet ein. Das ist Kong Sao. Wir hören zu. Das wäre ein bisschen mehr. Okay, wir schauen jetzt mal Liu Dao. Der hat schön, euch zu sehen. Könnt ihr mal heiraten hier? Das wäre ja echt. Handelsabkommen. Okay. Was können wir dem denn noch anbieten? 34. Vielleicht Essen? Hm. 21. Okay. Dann würden wir die Heirat empfangen. Wir würden Handelsabkommen haben. Wir würden für 10 Runden, das ist halt viel, ne? Okay, ne, das wäre ein Negativpunkt. Das machen wir jetzt. Annehmbare Bedingungen. Es könnte zwar hart werden, aber dafür haben wir eine Heirat von Cao Ren und Liu Yumin. Man muss das Band zwischen Fraktionen für das Wohl des Landes stärken. So wird die Heirat diese beiden Harmonien vereinen. Wird sich auch unsere Fraktionen einander näher bringen. Damit haben wir nämlich sie als Hofadelige noch. Können die aber gerade nicht einsetzen. Auf dem Hof auch nicht. Okay. Ist okay, ist okay. Wir werden. Lasst eure Wut aus! Genau. Das haben wir alles gemacht. Das heißt, wir können hier mal durch die Runde beenden. Okay, das Han-Kaiserreich ist gerade verschwunden in unserem Gebiet. Wie geht das? Mission erfolgreich, unsere Wirtschaft wächst. Minus Baukosten, minus Bauzeit. Das ist schön. Eine Armee wurde gerufen und soll sie führen. Eure Bestrebungen sprechen sich rum und daher gibt es nun viele Krieger, die eure Ambitionen bewundern und glauben, dass ihr die Kraft und den Ehrgeiz habt, um China wieder zu vereinen. Sie sind bereit, auf eure Führerschaft zu vertrauen. Und bieten euch ihre Talente an. Es ist an der Zeit, Krieger für den kommenden langen Kampf zu rekrutieren. Ja, das ist auch super. Dian war ja als Bastion der Stärke und Treue bekannt. Gerüchten zufolge gab es einmal ein gewaltiges Banner, das 10 Männer nicht halten konnten, als der Wind es umwehte. Doch Dian Wei hielt es mit nur einer Hand hoch und erntete großen Ruhm. Okay, wir haben jetzt auch noch einen neuen Charakter. So, jetzt sind die einfach verschwunden. Das ist jetzt albern. Lasst sie in unsere Falle tappen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die sind. Das ist natürlich. Wenn ich jetzt rausgehe, werde ich wahrscheinlich in ihre Falle tappen. Und das will ich mir jetzt gerade nicht leisten. Wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Zermalmt sie! Wieder Mittel? Das ist krass. Okay. Will ich mir aber... Ja gut, wir sind auch noch nicht ganz voll, ne? Aber gut, vielleicht schaffen wir es auch so. Es gibt Arbeit zu tun. Der Himmel sei Zeuge. Lasst Sommer und Sonne kommen. Lasst den Sieg mein sein. Die ändert nichts zu sagen. Wir werden unser Reich ausbreiten.
Also denk daran, wir handeln für China. Wird man hier nicht belohnt, wenn... Okay, die werden wahrscheinlich nicht ausfallen. Jetzt wollen wir uns die Karte mal anschauen hier. Okay, da haben wir jede Menge Bogenschützen. Hinter Barrikaden. Hier haben wir keine Barrikaden, hier haben wir nur Türme. Dann werden wir einfach nach links gehen. Zip. Aber besser gesagt, wir nehmen ihn jetzt. Es ist soweit. Haltet euch bereit. Und mit ihm mal hier rüber reiten. Unsere Männer wurden entdeckt. Ach, das war jetzt natürlich falsch hier, ne? So. Mit dem werden wir jetzt hier hochreiten. Es ist soweit! Marschiert schnell! So. Ja, mal hier reinreiten eigentlich, oder? Formieren! Der General braucht Hilfe! Dann gehört nämlich der Turm schon uns. Wenn wir den Turm hier einnehmen... So, und dann werden wir hier reinreiten. Ne, hier nicht. Da oben werden wir reinreiten. Bereit! Bereit machen! Beeilt euch! Bewegung! So, jetzt werden wir die direkt mal angreifen. Die Axtkämpfer werden wir jetzt hier drauf hauen. Die werden wir hier drauf hauen. Und dann werden wir mal schauen. Oh, da sind ja auch noch Reiter. Wenn wir jetzt alle mal darauf hauen. So, dann hätten wir nämlich hier schon die ersten. Zermalmt. Wir haben jetzt noch die Türme hier ein. So, das werden wir noch einnehmen. Dass das uns nicht hier ärgert. So, jetzt werden wir die mal kurz zurückziehen. Haltet euch bereit! In den Kampf! Haltet sie! Haltet! Aufpassen! Achtung, Krieger! Vernichtet sie! So, und wieder rein in den Kampf, Leute. Lasst euren Zorn aus!
Ja, wenn wir die natürlich hier nicht erledigen, ne, dann kann es schon sein. So, jetzt. Jetzt fallen wir denen in den Rücken und dann sollte das hier auch gut sein. Zurück. Aufpassen! Schneller! Hat keine Gnade! Kavallerie bereit machen! Kämpf! Pferde, bereit machen! Unser Sieg ist nah! Erledigt. Haben wir noch ein paar Truppen verloren. Vor allem hier hat einen Haufen Truppen verloren, oder? Ja, die hatten auch gute Truppen am Start. Also keine schlechten hier. War ja auch eine Hauptstadt. Meine Strategie war unübertroffen. Ha! Mein Einfluss wächst. Wir haben einen Rangaufstieg. Okay, Verwalter, ja, wir brauchen zwei Handelsabkommen. Aufträge. Handelsabkommen finde ich auch gut. So. Trotz eurem Jungen ist es offenkundig, dass sich die Zeit der Han dem Ende neigt. Doch wer wird über China herrschen, wenn das Kaiserreich fällt? Andere Kriegsherren erheben Ansprüche und greifen unverfroren nach neuen Territorien. Sie können nicht mit Macht betraut werden. Ganz im Gegensatz zu euch. Vielleicht wart ihr schon immer der einzig Fähige. Es ist an der Zeit, euch über diese Zänkereien zu erheben und zu etwas Größerem zu werden. Zu dem Kriegsherrn, dem es sich zu folgen lohnt. Eure Bestrebungen sprechen sich herum und daher gibt es nun viele Krieger, die eure Ambitionen bewundern. Und glauben, dass ihr die Kraft zum Ehrgeiz habt. Genau, das haben wir ja abgeschlossen. Wir sind zweiter Marquis. Und wir können ein bisschen, diese Einheit erholt sich momentan und kehrt nach der angezeigten Rundenzahl zurück. Okay. Können sie machen. Können erstmal so ein bisschen aufrüsten. Die Abkühlzeit machen wir. Dann haben wir Entschlossenheit und Autorität. So, das ist doch schon mal was. Jetzt müsste man das hier halt noch haben. Ne? Aber jetzt schauen wir erstmal hier, was hier jetzt los ist. Okay, ich glaube, wir warten jetzt ab. Wir schauen mal, was da passiert. Wir können noch Verwalter einstellen und wir können großen Kommandanten. Ich glaube, das ist genau das, was er hier braucht. Wir werden auch deutlich zufriedener. Eine große Exzellenz.
15% Einkommen der Industrie. Ich habe nicht mal Industrie. Groß. Verwalter. Minus 30 Korruption. Einkommen aus allen Quellen. Das ist doch genau das Richtige für unsere Dame hier. Genau. Aber wir können noch einen Verwalter einstellen. Aber ich glaube, wir haben gerade keinen. Was wir noch haben, ist Spion. Der würde ja gerne für uns spionieren. Wir können ja mal hier einen Spion schicken. Aber nee, das kostet uns gerade Geld. Ich will gerade kein Geld dafür ausgeben. Wir können noch einen Verwalter einstellen. Yu Yin. Wir könnten ja Yu Yin mal einstellen. Ich weiß nicht, ob das seine... Und zwar hier. Dann wäre jetzt halt beides erstmal, ne? Okay, es sieht aber gar nicht so schlecht aus. Jetzt werden wir... Ja, hat der sich zurückgezogen? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Also entweder ist er hier echt verschwunden. Verdeckt oder sonst etwas. Aber gut, wir werden jetzt hier noch ein bisschen aufrüsten. Hier werden wir jetzt hier rausgehen und erstmal hier nichts machen. Was ist das? Erleuchtung. Öffentliche Ordnung. Tempel der immerwährenden Vernunft. Warum ist da... Ihr besitzt kein Wissen über dieses Gebäude und könnt es nicht weiter ausbauen. Wenn möglich, könnt ihr es in etwas Geeignetes umbauen oder vollständig abreißen. Das hier, Einkommen aus Handel. Okay, ich glaube, ich werde das hier erstmal... Rückerstattung. Abreißen. Das hier auch abreißen. Wenn wir hier die zur Kleinstadt verbessern. Das macht minus 2 Nahrungsproduktion, aber da produzieren wir sowieso gerade nichts. Und dann werden wir in unserer Hauptstadt hier eine Regierungsunterstützung bauen. Das gibt uns plus 25 Nahrungsproduktion. Ja klar, Schatzkammer ist wieder ein bisschen leer und so weiter und so fort. Nö, das sieht doch gut aus. Dies ist unser Angebot. Die wollen Handelsabkommen. Ach ja, wir können ja nur ein Handelsabkommen, ne? Nee, warum sollte ich? Nee, das werde ich erstmal nicht machen. Ich werde mich nachher nach einem Handelsabkommen Wahl. Schauen. Ah, da ist er. Da hat er sich zurückgezogen. Okay. Es wird ein Komplott gegen alte Gegner geschmiedet. Ein zentraler Teil der Tau-Familie ist verdorben. Das kann nicht länger hingenommen werden. Um Verrat jetzt und in Zukunft zu vermeiden, sollte ihr Anführer zur Rede gestellt und so bald wie möglich besiegt werden. Zerstört die folgende Fraktion. Ja, das ist ja schon... in Planung. Eigentlich krass, ne? Das war eigentlich der, mit dem wir am besten auskamen bisher. Rekrutierung und Nachschubmarkt, dein eigenes Territorium in Kampf wegen deaktiviert, gefällt sagen die nötige Bewegungsreichweite. Wir werden die jetzt mal festigen. Dass wir ein bisschen schneller unsere Leute wieder bekommen. Und hier werden wir jetzt in Normalstellung gehen. Ausgangsstellung. Dann werden wir uns hier runter bewegen.
können wir schon wieder ausbauen. Wir haben aktuell 6 Nahrung, aber es ist Ernte, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier, was wir hier alles bauen können. Schön, 1800. Landwirtschaft, nee. Wenn, dann brauchen wir Nahrung. Kala Bezirk, 6000. Oder wir bauen die Stadt aus, aber nee, es gibt noch, wir müssen erstmal ein bisschen Nahrung jetzt holen. Das ist aber günstiger hier. Dann werden wir das erstmal ausbauen. Nahrungsproduktion, das ist ja super. Das werden wir natürlich machen. Wir können keinen einsetzen, weil wir, glaube ich, niemand haben aktuell, ne? Ja, spitze. Schauen wir, was der Feind macht. Mann, das Han-Kaiserreich ist überall, oder? Oh, was wir schon wieder vergessen. So, die haben sich alle gegenseitig gekriegt. Der Xuan Yan wird in der Schlacht von Xianyang von Hongshu durch einen Pfeilhagel niedergestreckt. Das ist aber... Diplomatie, wir wollen ja noch... Also, wir haben ihn hier. Mit dem haben wir schon ein Handelsabkommen. Der kriegt noch Nahrung von uns. Liu Dao kriegt auch noch wahnsinnig viel Nahrung. Mit dem haben wir auch ein Handelsabkommen. Ich würde ja sagen, Kong Sao. Ihr habt einen Vorschlag? Mit dem haben wir jetzt auch noch ein Handelsabkommen. Und der kann uns wahrscheinlich kein Gebiet abgeben, aber der kann uns ein bisschen Geld geben. Oder nicht Angriffspakt. Machen wir das doch. Annehmbare Bedingungen. Genau, dann ist der nämlich auch zufrieden. Jetzt schauen wir mal, wir haben Dong Shou, Tao Quin. Okay, mit denen können wir alle nicht verhandeln, das macht keinen Sinn. Yan Shao ist uns ebenwürdig, aber auf den sollen wir aufpassen. Okay. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall unsere Handelsabkommen jetzt alle im Griff. Wang Yun, da unten haben wir auch noch einen. Ja, sie verfolgen mich ja nicht nur, du, die wollen es echt wissen. Härtet eure Herzen ab. So, hier sind wir eigentlich auf einem guten Weg mit unseren Truppen. Könnten wir jetzt noch ein bisschen was rekrutieren, ne? Den ja vielleicht. Erneuert die Autorität. Warten wir noch ab. Warten wir noch eine Runde ab. Führt mit Stärke. Ja. Also wir sind auch mit denen hier eigentlich. Nicht mit der Stadt. Bringt die Menge zur Einheit zusammen. Mit ihm hier. Stark genug, um gegen die zu bestehen. Also das geht gerade. Wir sammeln noch ein bisschen Geld und Truppen vor allem. Hier können wir mal was rekrutieren jetzt. Ein Tigerjungen, das ist doch... Genau, dann können die nämlich ein bisschen was aufbauen. Was kommt da oben? Au. Okay, jetzt hat der das eingenommen. Das ist natürlich... Eieiei.